Moin Moin und Hallo. Ein Jahr ist vergangen seit meiner letzten Diät, FDH. Jetzt starten wir eine neue. Neues Jahr, neue Diät, oder nicht? Dieses Jahr geht es darum, nicht friss die Hälfte, denn das war schon mitunter wirklich sehr haarig und hart für mich und für meine Mitmenschen um mich herum. Die waren nämlich oft ganz schön angepisst, weil ich halt sickig war. Dieses Jahr wollen wir es versuchen ohne Sickigkeit, denn dieses Jahr ist Low Fat angesagt, also wenig Fett im Essen oder in der Nahrungsmittel, die ich zu mir nehme, wird Fett reduziert. Alles andere kann dabei gleich bleiben. Kohlenhydrate, Vitamine, bla bla bla. Das heißt also weniger Fett essen und dadurch läuft die Diät jetzt auch nur 28 Tage, ein Monat, also 7, 14, 21, 28, 4 Wochen werde ich jetzt täglich informieren euch, wie es mir geht, was ich gegessen habe, wie es schmeckt, wie ich mich fühle und ob es besser ist als letztes Jahr, wo ich wirklich fast am Verzweifeln war. Aber ich habe eine gute Abnahme letztes Jahr gehabt, das muss man sagen, aber es war ein harter Weg dahin. Dieses Jahr soll es so sein, dass ich nicht so krass hungern muss, sondern es etwas komfortabler habe. Trotzdem aber geplant sind 7 bis 10 Kilo abnehmen werde innerhalb von einem Monat. Das werden wir sehen, ob wir das schaffen. Begleitet mich, wenn ihr wollt, dabei, feuert mich an und jetzt erstmal Bestandsaufnahme. Wir wiegen uns jetzt und dann werden wir sehen, wie es dann abgeht. Also heute ist der erste Tag der Diät und weitere 27 werden folgen und ich werde euch auf den Laufenden halten, ob ich es schaffe, was ich mir vorgenommen habe oder nicht. Also eine Runde drehen, damit ihr seht, wie Fettpölsterchen noch da sind, die dann hoffentlich in ein paar Tagen verschwunden sind. Drehung initialisieren. Ja, geht ja noch, ne? Also ihr seht, die Diät letztes Jahr ist nicht komplett wieder da. Zumindest denke ich, dass sie nicht wieder da ist. Aber wir werden jetzt sehen, wie viel Kilo ich auf die Waage bringe. Auf geht's. Gerät ist betriebsbereit. So, drauf mit uns. 117,1 Kilogramm. Okay, und wir starten mit 117,1 Kilo ins Abnehmprojekt. Und wünscht mir Erfolg, wünscht mir Glück. Feuert mich an und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis morgen. Dann geht's los. Tschüss.